18:18 und es heißt heute zum letzten Mal Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu unserer heutigen Sendung OrgaTV. Wir haben heute passend zur letzten Sendung einige emotionale Beiträge für euch vorbereitet und natürlich auch einen Live-Gast, Professor Scholz. Wir haben mit euch über das Semester das Thema Leadership besprochen und genau das ist auch ein gutes Stichwort, denn wie ihr euch vorstellen könnt, hat Professor Scholz jahrelang diesen Lehrstuhl geführt. Er hat dabei mit vielen Mitarbeitern gearbeitet und einige von ihnen würden gerne noch ein paar letzte Worte finden. Also Film ab! Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche und bei unserer heutigen Sendung OrgaTV. Mein Name ist Caroline Jorzig und ich bin heute Gast hier. Und zwar bin ich eingeladen worden, um ein paar Worte zu sagen. Ich habe 2005 hier am Lehrstuhl angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe 5 Jahre lang vor allen Dingen hier bei OrgaTV und im Medien- und Kommunikationsbereich gearbeitet und habe sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zeit hier. Und deswegen möchte ich heute ein paar Worte an Sie, Herr Scholz, richten und mich sehr, sehr bedanken für meine Lehrjahre bei Ihnen. Sie wissen ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und genauso habe ich es auch empfunden, aber mit sehr, sehr positiven Erinnerungen an alles. Ich denke da an tolle OrgaTV-Sendungen, ich denke da an tolle Reisen nach Indien, nach Paris mit dem Europa-Institut und an wunderschöne Projekte, in denen ich sehr, sehr, sehr viel lernen konnte und bin Ihnen deswegen sehr dankbar für die Zeit, die ich bei Ihnen sein durfte. Ich denke natürlich auch an sehr, sehr nette Kollegen und Kolleginnen, die ich hier hatte, an den Herrn Eisenbeiß, an die Frau Müller und natürlich auch an unsere Sekretärin, die Frau Stiletta und die Frau Schröder. Und bin hier mit Sicherheit mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge weggegangen. Und für Sie, denke ich, ist jetzt auch die Zeit gekommen, diesen Ort hier zu verlassen. Und wahrscheinlich wird es Ihnen ähnlich gehen wie mir. Sie werden viele Erinnerungen haben, Sie werden viele positive Erinnerungen haben, vielleicht auch ein paar, die Sie ärgern und über die sie frustriert sind. Aber im Grunde genommen geht man immer mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Und für ihre Zukunft wünsche ich ihnen genauso viel Glück, wie ich es hatte, nachdem ich hier weggegangen bin und hoffe, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen werden. Hallo, liebe OrgaTV-Zuschauer. Hallo, Herr Scholz. Ja, eine Ära geht zu Ende. Sie, Herr Scholz, werden Ihren Lehrstuhl aufgeben und sich ganz ihren Hobbys und dem, was ihnen sonst noch Spaß macht, widmen. Und wenn ich sage, dass sie sich dem widmen, was ihnen Spaß macht, dann fällt mir auch ein, dass sie einmal gesagt haben, dass sie OrgaTV Ende der 90er aus Spaß gegründet haben. Aus Spaß unter anderem an der Technik. Ein früher Internetsender von Studierenden für Studierende und weitere Interessierte. Als ich Mitte der 2000er an ihrem Lehrstuhl als Hiwi, genauer gesagt als Techie, angefangen habe, wurde ich Teil dieses Senders. Nicht unbedingt als jemand, der die Filme macht, sondern als jemand, der die Technik immer wieder auf Vordermann bringen wollte. Damals gab es noch das Holodeck, der Raum, in dem die Schnittrechner für die Studierenden aufgestellt waren. Aus diesem Holodeck oder der Regie kamen immer wieder Hilferufe. Matthias! Kannst du mal gucken, wir bekommen kein Bild. Matthias, der Video-Walkman wird nicht gefunden. Matthias, die Festplatte ist voll. Was heute jeder mit seinem Smartphone machen kann, das war damals eine technische Herausforderung. 2 Real-Media-Server, die erinnere ich mich noch, standen da und brachten das Live-Video ins Internet. Später wurden sie ersetzt durch einen Windows-Media-Server, aber auch der war irgendwann zu alt. Auch die Hardware musste immer wieder angepasst werden. Neue Kameras, ein neues Videoschnittpult. Ich habe einige Zeit in diesem Studio verbracht. Allerdings nicht nur an der Technik, sondern auch mal als Gast oder in einem Beitrag. Meistens kam das Team von OrgaTV und sagte, oh, uns ist ein Gast abgesprungen, kann jemand aus dem Lehrstuhlteam einspringen? Und das haben wir natürlich sehr gern gemacht. Nach der Zeit als Techie wurde ich Mitarbeiter. Den Niki Lauda Einstellungstest musste ich aber nicht machen. Die Saarbrücker Formel hat mich begleitet und mir viel Energie geraubt, sei es jetzt auf Papier, in Excel-Dokumenten oder auch als App.
Nun, Herr Scholz, Sie haben ja mal gesagt, Sie haben zu Hause zu allen Themen, die Sie interessieren, verschiedene Stapel mit Literatur und Artikeln. Ich denke mal, diese vielen Stapel sind noch nicht abgearbeitet und das Interesse ist weiterhin noch da. Ich denke also, Sie haben die nächsten Jahre noch viel zu tun. Auch wenn es jetzt keine Forschungsfreisemester und Forschungsreisen geben wird, dem Reisen, denke ich, werden Sie auch weiterhin treu bleiben. Irgendwo auf der Welt gibt es bestimmt noch einen Flecken, den Sie noch nicht gesehen haben. Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Wissbegierde, viele tolle Reisen und viel Spaß in Ihrem neuen Lebensabschnitt. So, damit es jetzt nicht so emotional bleibt, kommt jetzt erstmal noch der letzte Teil des 5-Sekunden-Modells. Denn die letzte Sekunde beschäftigt sich noch mit dem Thema Erfolg und Spaß. Und wie das genau aussieht mit einem Orchester, seht ihr in unserem nächsten Beitrag. Viel Spaß! Hallo, wir sind hier heute bei der Deutschen Radiophilharmonie am Heilberg in Saarbrücken. Und wir haben das Glück, zwei Musiker aus dem Orchester zu treffen und fragen sie dann anhand des 5-Sekunden-Modells zum Thema Leadership. Und ja, was sie geantwortet haben, seht ihr im Folgenden. Mein Name ist Veit Stolzenberger. Ich spiele die erste Oboe in der Deutschen Radiophilharmonie. Mhm. Ja, und bin froh, hier interviewt zu werden. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Michael Zühl, Soloposaunist hier bei der Deutschen Radiophilharmonie und freue mich auch. Sekunde 5. Balance zwischen Erfolg und Spaß. Zu viel Spaß gefährdet ebenso wie zu wenig Spaß den dauerhaften Erfolg. Daher sollte ein gutes Mittelmaß an Spaß gefunden werden, der den Erfolg unterstützt. Spaß ist allein schon deshalb wichtig, weil Spaß lockert nochmal eine Perspektive. Oder, also ich weiß nicht, manche merken es vielleicht. Also ich mache manchmal zum Beispiel fast bewusst irgendeinen Witz, der so knapp an irgendwas vorbeiläuft, an einem Kritikpunkt, sodass dann, es gibt ja manchmal so Knoten, so gordische Knoten, die sich auftun, wenn man, ist im Studium auch so, der Professor prüft einen tot, ja, das kann man machen, auch mit einem guten Studenten. Und wenn das nicht weitergeht, dann wird es immer schlimmer werden. Und es, manchmal braucht es einfach so einen Punkt, wo man wieder lockert, die ganze Sache. Das ist das Gleiche, wenn man vielleicht ein anderes Sachgebiet abfragt oder was, wie war denn das Wochenende? Also in der Prüfung ist es wahrscheinlich unüblich, aber wenn man einen kleinen Witz macht, und das machen oft auch Dirigenten, also gerade, das ist auch ein nationales Unterschied zum Beispiel. Englische Musiker, englische Dirigenten sind oft viel Spaß, also die machen sehr viel diesen englischen Humor und nehmen sich auch selbst auf die Schippe. Ja. Das ist bei uns lange Zeit, also das kommt vielleicht aus deutsch-österreichischem Erbe, weiß nicht, also das war lange Zeit fast unmöglich, dass ein Dirigent sich selbst irgendwann mal so ein bisschen ironisch betrachtet und ist ja auch in Deutschland nicht so das Erbe, ne? In Frankreich auch noch weniger, das ist ja hier so im Orchester immer noch, also höchst hierarchisch und überhaupt nicht vorteilhaft für die Orchester dort. Dieses sich selbst auch mal sozusagen präsentieren als Opfer oder als lächerlich, macht es unheimlich viel leichter, dann wieder zu arbeiten. Ist natürlich wichtig, wenn man jetzt betrachtet, wir proben mal 4 Tage, mal 3 Tage oder mal 5 Tage ein Programm mit einem Dirigenten. Am Ende steht das Konzert. Wenn das 5 Tage lang dröge nur auf Qualität aus wäre, ohne dass auch mal zwischendurch ein Witz fällt, dann wäre wahrscheinlich das Konzertergebnis nicht so, wie wenn zwischendurch auch mal eine Lockerung dabei ist und einfach die Spannung ein bisschen gelöst wird, um dann eben am Ende der Woche im Konzert die Spannung wieder zu haben, die nötig ist. Kollegen sind in anderen Rollen, die haben vielleicht gerade ein Baby zu Hause, das schreit und man muss irgendwie, also auch mal das realistisch sehen, die Leute packen sehr viel persönlichen Einsatz in ihre Laufbahn. Und die haben auch eine hohe Sachkenntnis. Und es gibt sicherlich auch immer Schwankungen im sagen wir so, objektiven Leistungsstand, aber dass jeder, ich glaube, jeder ist eigentlich unzufrieden, wenn er nicht sozusagen für sich Erfolg empfindet. Das ist so ein Prozess, den jeder Musiker durchgemacht hat wahrscheinlich. Also ohne Spaß wäre wahrscheinlich keiner von uns in seiner Jugend am Instrument geblieben und ohne Leidenschaft hätte er sich nicht dazu durchgerungen, stundenlang im Studium und danach auch zu üben. Und das ist also die Basis, Spaß und Leidenschaft, um erstmal dahin zu kommen. Mhm. Aber dann, um erfolgreich zu sein, muss man eben viele Stunden investieren. Mhm. Irgendwann muss jeder von uns mal viel geübt haben, sonst hätte er sich eben nicht durchgesetzt und wäre nicht in so einem Orchester hier gelandet.
insofern sind wir dann alle schon auch irgendwann erfolgsorientiert gewesen und zum großen Teil auch geblieben. Mhm. Aber es geht nicht nur mit einer Sache. Es geht nicht nur mit Spaß und es geht nicht nur mit Erfolgsstreben. So, das war ja der letzte Theorieteil unserer Sendung und jetzt folgen eigentlich nur noch emotionale Beiträge. Erstmal der zweite Teil des, wir haben es so genannt, Goodbye-Scholz-Video. Und wer sich noch so gerne verabschieden möchte oder ein paar Worte finden wollte, seht ihr jetzt in unserem Beitrag. Viel Spaß. Lieber Herr Scholz, heute ist Freitag der 13.2018. 13 Jahre ist es her, seit ich den Lehrstuhl verlassen habe, an den ich heute hierher zurückgekehrt bin. Ein Vorschlag Ihres Teams entsprechend beteilige ich mich an dem Abschiedsvideo für Sie, was ich natürlich sehr gerne mache. Schade dabei ist, dass wir uns dabei nicht über den Weg laufen, soll natürlich eine Überraschung sein. Und die funktioniert nun mal so. Ich sitze hier an meinem alten Arbeitsplatz, an meinem alten Schreibtisch. Vor mir die Papierrolle, die mit Sicherheit noch ein paar Buchsendungen zulassen wird in der Zukunft. Ja, ich denke, es ist die Gelegenheit für mich, Ihnen herzlich Dankeschön zu sagen. Sie haben Generationen von Studenten und Mitarbeitern hier zusammen mit Ihnen durch faszinierende Projekte durchgebracht und Sie haben damit Leuten Möglichkeit gegeben, sehr viel zu lernen. Und dafür möchte ich mich persönlich bedanken, denn das ist für mich mit Sicherheit das Wesentliche, dass es eine sehr lehrreiche Zeit war, die ich hier im Lehrstuhl zusammen mit Ihnen als Ihr Mitarbeiter verbringen durfte. Es war zugleich aber auch eine immer spannende und vor allem auch schöne Zeit. Es hat nämlich Spaß gemacht und dafür herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke für diese Zeit, für Ihr Engagement, für dieses schöne Leben und Wirken am Lehrstuhl bei orga-unisb.de. Jetzt weiß ich natürlich, dass Sie sich nicht einfach so in den Ruhestand begeben werden, sondern dass Sie mit Sicherheit weiterhin umtriebig bleiben werden. Von daher habe ich auch Hoffnung, dass diese Rolle noch weiterhin aufgebraucht werden kann und Sie mit Sicherheit noch viele spannende Projekte vor sich haben. Damit verbleibe ich einfach für den Moment mit ganz herzlichen Grüßen. Nochmal Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Zeit nach dem Lehrstuhl und bei allem, was Sie tun und vorhaben, weiterhin viel Freude, gutes Gelingen, viel Spaß und alles Gute und auf bald wieder. Lena Scholz, ich grüße Sie aus Saarbrücken, vom Campus, hier aus dem Gebäude, in dem wir mit unserem Lehrstuhl 2007 unsere internationale Medienmanagement-Konferenz veranstaltet und organisiert haben. Jetzt diesen Herbst veranstalte ich diese Konferenz in Stuttgart und freue mich schon auf Ihren Besuch in Stuttgart. Warum mache ich das Ganze eigentlich, die Konferenz organisieren, in Stuttgart sein? Der Grund ist, Sie haben mich auf den Geschmack gebracht, sowohl Hochschullehrer zu werden, als auch jetzt diese Konferenz noch einmal und jetzt eben an meiner Hochschule zu organisieren. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal etwas im Bereich Medien- und Kommunikationsmanagement zusammen machen, zusammen forschen vielleicht. Denn da haben wir in den Jahren 1999 bis 2011, glaube ich, sehr viel bewegt. Und vielleicht können wir da irgendwann mal wieder anknüpfen. Uns wird ohnehin nicht langweilig. Wir haben immer genügend Themen, die uns Spaß machen und mit denen wir uns beschäftigen wollen. Viele Grüße. Hallo Herr Scholz, hallo Herr Kollege. Ich soll ein paar letzte Worte sagen, da weigere ich mich natürlich. Und das wissen Sie, wir haben ja noch einiges vor und es gibt noch vieles zu tun. Die Bologna-Reform ist immer noch dran und da müssen wir dringend nochmal sagen, dass uns das weder gefallen hat, noch irgendwann mal gefallen wird. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal über andere Themen reden. Internationalisierung haben wir zusammen sehr viel durchdacht. Ich habe gerade noch mal die Vision gelesen im Pausenraum, GPP Vision, bis 2000 führender zu werden, in Deutschland irgendwas zu bewegen und vor allem ein innovatives Modell, einen innovativen Framework zu entwickeln. Ich glaube, das haben wir auch geschafft. Wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, das war eine ganz geniale Zeit. Ich habe so viel gelernt, aber wir haben auch sehr, sehr viel gemeinsam erarbeitet, uns tolle Gedanken gemacht und
Ja gut, ich muss jetzt nicht über die Saarbrücker Formel reden und über alle anderen Dinge, die auch entstanden sind und in der Zeit uns geprägt haben, wie Davy-Portonismus und vieles mehr. Ich glaube, da wird die Welt noch lange zu tun haben, zu schauen, was an Ideen sie von ihren vielen Ideen gebrauchen kann. Und wenn ich dazu beitragen kann, einige dieser Ideen auch weiterzutragen, zum Beispiel in Siegen zu meinen Studierenden oder im Europa-Institut zu den Europa-Institutsstudierenden. Ich würde mich darum bemühen und ich fand es immer klasse und so gesehen eine gute Zeit Ihnen für Ihren, ich glaube nicht dran, Ruhestand, was immer das sein soll bei Ihnen. Nee, das gibt's gar nicht. Also viel Spaß weiterhin und alles Gute. So, und jetzt kommen wir doch mal zu unserem Lieblingsteil, unser Lieblingsbeitrag, unser Herzstück. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir als Team einige Zeit miteinander verbracht und da sind viele Momente entstanden, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wer Serien guckt, Filme guckt, kennt es, Outtakes. Also, hier kommen unsere Outtakes zum Thema OrgaTV. Viel Spaß! Ich sehe ja noch nichts. Was soll ich denn da filmen? David, wach mal auf! Was? Hi! Chili Choco. Mal gucken, ob sie das erraten. Ah, ich hätte ja gern einen anderen Löffel. Der sabbert den immer so voll. Ey, ich habe keine Ahnung. Okay. Was ist dein liebstes Emoji? Kannst du es nachstellen? Mein liebstes Emoji? Ich glaube, das ist... Moment, das erkennt man bestimmt. Würdest du nochmal studieren? Auf jeden Fall. Beste Zeit, bestes Leben. Und Geld oder Liebe? Ich bin BWL, also Geld. Was sollen die kosten? Für dich 3 Euro, komm. 3 Euro? Alles klar, machen wir. Was soll das kosten? 400 Euro. 400 Euro? Haben wir das noch in unserem Budget? Aus dem Königshaus. Aus dem Königshaus? Ja. Oh. Ich frage mal, was es kostet. Und wie viel soll der kosten? Wir nehmen voll. Voll. Voll, bist du so? Alter. Mehr. Sagst, nicht trinken. Ich trinke auch erstmal einen Schluck, aber auch einen. Ne? Konzentriere dich! Was? Bei welchem Arzt ist Pinocchio in Behandlung? Beim Holznasenohrenarzt. So, jetzt spielt gerade Nemo und... Ja. Gut. Oh je! Das müssen wir rausnehmen. Oh, stark, aber damit macht das richtig souverän. Richtig souverän, stark. Eine super Übung. Sehr elegant. Ja, Leute, und wie schlagt ihr euch so? Wie ist euer, was ist eure Meinung? Was denkt ihr so? Ja, also voll bis gut jetzt sind wir. Rasieren wir auf jeden Fall. Also heute im Studio haben wir Professor Scholz und ich habe mir natürlich schon immer die Frage gestellt, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein Projekt wie OrgaTV ins Leben zu rufen? Das ist eine lustige Frage. Ungefähr ziemlich genau vor 20 Jahren waren wir in, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, waren wir in Los Angeles und da wurde zum ersten Mal eine Modenschau im Internet gestreamt.
Okay. Das war damals Victoria's Secrets. Die wurde damals gestreamt. Das war eine völlige Sensation, dass man sowas sehen konnte. Mhm. Das war so groß wie eine Briefmarke. Also die Flügel waren größer als die Briefmarke, ja, so ungefähr. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich sofort nach Hause gemeldet habe. Also das müssen wir auch machen. Und dann haben wir ganz schnell, kurz danach, mit Orga TV begonnen. Sehr kleines Studio, ganz rudimentäre Kameras, aber es war lustig. Haben Sie am Anfang denn gedacht, dass das Ganze 20 Jahre lang hält? Oder haben Sie eher so gedacht, ja, ich probiere es jetzt mal? Nee, wir haben gedacht, das probieren wir mal. Also ob das ewig geht, wussten wir nicht. Und es hatte dann doch fast 20 Jahre gedauert. Mhm. Das heißt, wir hatten ja dann, wir haben es ja ausgerechnet, 48 Semester Orga-TV. 48 Semester, haben Sie noch ein paar Zahlen? Aber natürlich, wir haben das alles ausgerechnet, vorher mit Taschenrechner. Also wir hatten 48 Semester, wir hatten ungefähr 96 Moderatoren, wir hatten 672 Sendungen, wir hatten 3.361 Beiträge, mhm, und der Betrag ist jetzt etwas geschätzt, ungefähr 2,4 Millionen Zuschauer. Das ist eine Menge an Zuschauern. Das ist ein bisschen geschätzt. Also, haben Sie dann einen Lieblingsbeitrag von irgendeinem Semester? Dr. Gigabyte war ja also immer gut, Dr. Gigabyte haben wir gesehen. Es gibt eine Reihe von ganz, ganz tollen Beiträgen. Mhm. Also jedes Team hatte seine eigenen Beiträge. Die haben das ja auch immer sehr autonom, eigenverantwortlich gemacht, ja, so wie sie es machen wollten. Ja. Wie Ihr Team ja auch sich das ja überlegt hat. Es waren ganz sensationelle Beiträge dabei. Zum Beispiel über Medientheoretiker waren ganz tolle dabei. Mhm. Also da war schon vieles. Ich wüsste jetzt gar keinen, den ich hervorheben kann. Okay. Und haben Sie noch irgendwie so einen coolen Live-Gast oder irgend so einen Beitrag mit einem... Also für mich zum Beispiel, ich war total erstaunt, dass Clueso damals dabei war. Das hatte ich mir extra nochmal angeguckt und dachte so, wow, bei Orga TV ist Clueso. Ja, ja, wir haben auch dann, wir haben damals ja auch mit Rockfestivals kooperiert. Also Rock am See haben wir damals begleitet. Mhm. Das war total faszinierend. Da haben wir dann die Berichterstattung gemacht damals. Wahnsinn. Das war wirklich gut. Wir hatten dann also Zugang zu überall. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe dann vor der Bühne dann Iggy Pop noch gefilmt damals. Das war völlig irre. Hatten dann eben auch Fanta 4 im Interview, dann Smudo hatten wir dann dabei. Wir haben auch so Sachen gemacht wie von der CeBIT eine Live-Sendung. War damals vollkommen sensationell. Da haben wir das DFN, also das Deutsche Forschungsnetz, damals genutzt. Mhm. Also da war schon viel. Paris hatten wir drinnen. Wir hatten auch interessante Gäste. Ein Ministerpräsident war hier, es war auch eine Unipräsidentin hier und viele noch wichtigere Gäste. Ja, einige Beiträge davon haben wir in den Best-ofs gesehen die letzten Wochen. Dr. Gigabyte wurde immer wieder erwähnt von Professor Scholz. Ich fand es auch richtig lustig, muss ich sagen. Sind Sie denn jetzt traurig, dass das Ganze hier vorbei ist? Nee, also ein bisschen traurig schon. Also traurig schon, weil es einfach lustig war und man unheimlich viel Spaß dann gehabt hat. Ich fand auch die Sendung immer gut. Also ich war ja oft dabei. Konnte auch oft mitmachen, wurde manchmal auch eingeladen, durfte also auch manchmal erscheinen in den Sendungen. Und es hat ja vieles wirklich toll geklappt. Ja. Also ich kann mich nur an zwei Sendungen erinnern, wo wir wirklich Probleme hatten in den Jahren. Interessanterweise beide Mal mit Ton. Ich kann mich erinnern, aber das waren dann völlige Tonprobleme. Das ist eigentlich rätselhaft, aber das passiert so alle 10 Jahre mal. Und das war auch eine Sendung, ich saß auch hier, wir hatten keinen Ton, hat nicht funktioniert. Müssen wir wiederholen. Ja, kennen wir. Kennen wir, aber kommt ganz ehrlich vor. Sonst war alles perfekt. Ja, also ich finde, Orga TV ist ein super Projekt. Auch sehr was richtig Außergewöhnliches, machen nicht viele Unis. Und wir als BWLer sind natürlich froh, dass wir noch irgendwie Medienbezug bekommen haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich bei ProSieben oder so bewerben will, das ist immer so ein kleiner Eyecatcher, finde ich. Wir haben auch einige, ich will es gar nicht nennen, aber einige, die wirklich in der Medienbranche gelandet genau, sind. Genau, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Wir hatten ja eine Zeit lang, 10 Jahre lang, einen eigenen Studiengang. Das weiß man gar nicht mehr. Mhm. Medienkommunikationsmanagement mit anderen Fakultäten zusammen. Das ist ein bisschen an verschiedenen Dingen an der Uni gescheitert. Ich will es mal ganz neutral ausdrücken. Ja. Und das war der Punkt, wo wir wirklich gemerkt haben, hiermit können wir was bewegen. Mhm. Und das war wirklich die Idee, wo wir gesagt haben, das ist ein spannendes Projekt. Auch die ganze Organisation, die sich auch teilweise geändert hat im Laufe der Zeit. Ja. Also dass es im Prinzip fast so einen Generationsvertrag zwischen den Studenten, Studentinnen-Generationen gab, die das sukzessive aufgebaut haben. Das war die Logik und hat sich voll durchgesetzt. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe damals, das wissen Sie vielleicht gar nicht, vor 11 Jahren ein Schulpraktikum bei Ihnen gemacht. Echt? Weiß ich in der Tat nicht mehr.
Da waren sie kurz zu der Zeit nicht da, das ist also schon sehr, sehr lange her. Und damals habe ich sogar als 15-Jährige gesehen, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Viele Studenten hier rumgerannt, Nervenzusammenbrüche und so weiter und so fort. Also OrgaTV, das wusste ich nicht mehr. Ja, OrgaTV gibt es schon ganz, ganz lange. Ich habe es mir damals schon angeguckt und war begeistert. Und deshalb finde ich das Projekt hier auch richtig gut und bin auch eigentlich traurig, dass es vorbei ist. Also ich glaube, ein paar Studenten, die jetzt danach kommen, sind schon irgendwie traurig, dass sie das nicht machen können. Tja, wir haben die 10.000 Beiträge nicht vollgekriegt. Ja. Okay. Okay, dann vielen Dank. Bis dann. So, also das sind die letzten Sekunden hier aus dem Studio. Ich würde gerne noch einmal abgehen hinter die Kulissen, damit der Fokus nicht immer nur auf mich liegt hier. Also einmal zurück. So, und ich habe mich mal wieder an meinen Lieblingsplatz gesetzt, an das Regiepult. Das ist ein faszinierendes Spielzeug. Also wenn ich daran denke, was ich da alles machen kann, ich könnte jetzt Herzchen um sie rumlegen und so weiter. Also ist alles genial. Will ich aber nicht machen. OrgaTV ist ja immer pünktlich zu Ende. Ich habe noch was vom Schrank runtergerettet. Das war so der Anfang, mit dem wir versucht haben zu mischen mit 2, 3 analogen Kameras. Großartig. Dann wurde das Ganze schon ein bisschen technologisch besser. Bänder hatten wir übrigens damals sowas in diese Richtung. Also das war Steinzeit-CDs, kamen dann auch langsam erst. Ja, dann haben wir schon fortschrittlichere Mischpulte gehabt. Da konnten wir schon was mischen. Da konnten wir schon Zoom-In und Bild im Bild konnten wir damals auch schon machen. War sensationell. Das hatten wir auch mit auf der CeBIT, kann mich noch genau erinnern, wo wir damals zum ersten Mal, wie gesagt, live von der CeBIT gesendet haben. Die Kassetten haben sich auch gewandelt. Es gab diese Kassetten, es gab diese, es gab diese. Jetzt gibt es ganz kleine Speicherchips. Haben wir irgendwo? Ja, hier haben wir einen. Ja, danke. Ganz kleine Speicherchips. Ja, das ist im Prinzip die Chronologie. Ja, das ist unser Tonmischpult. Ton war immer ein Problem, aber wir haben es meistens gelöst. Ja, und somit kann ich, liebe OrgaTV-Zuschauer, nur noch eine Aktion machen. Sie haben es vielleicht gesehen, am Anfang gibt es On Air. Das war für uns wichtig, dieses Schildchen zu haben. Und dafür gibt es einen Knopf. Einen ganz wichtigen Knopf. Dieser Knopf hier. Und jetzt obliegt es mir, ganz wichtig an dieser Stelle, diesen Knopf noch ein einziges Mal zu tätigen und mit dem Kommando 1, 2, 3 rückwärts die ganze OrgaTV-Story zu beenden. Damit zähle ich jetzt OrgaTV aus bei 3, 2, 1, aus.